Ein bewegender Einstieg in dieses Abschiedsspiel. Gerard Asamoah hat heute lange mit Manuel Neuer telefoniert, bevor sie die Entscheidung getroffen haben, dass dieses Spiel hier stattfindet. Und auch Manuel Neuer, der erst hier hinkommen wollte, dann aber durch den verfrühten Transfer der deutschen Nationalmannschaft heute in den frühen Morgenstunden direkt nach München weitergeflogen ist und also heute nun doch nicht dabei ist. Aber der hat auch gesagt, komm, mach es. Es ist ein gutes Zeichen. Es soll weitergehen. Und dieser Typ, Gerard Asamoah, der steht ja auch irgendwie so für diesen Begriff weitergehen, aufstehen. Er hat sich immer gerade gemacht mit christlichen Werten für gute Ansichten, für Gerechtigkeit, gegen Rassismus. Und mit seinem Lachen hat er uns immer alle angesteckt. Tja, und diesen Sprechchor werden wir durchaus sehr oft hier heute hören. Gerald feiert seinen Abschied. Also erstmal bei den ASA All-Stars wird er beginnen. Also er streift die grüne 14 über. Heute ist der 14. November, also die Zahl 14 allgegenwärtig, seine Rückennummer. Die Schalker wollen den Mann, der 11 Jahre für sie gespielt hat, bei den Opfern der abscheulichen Terrorserie ihren Familien. Wir hoffen auf Genesung. So, jetzt hören wir erstmal vielen Verletzten auf Gedenkminute für die natürlich um ihr Leben Opfer aus Paris. Ich darf euch alle nun bitten um ein stilles Gedenken, ein Gebet. Jeder so, wie er mag. Danke. So, viele alte Bekannte. Levi Johann hat in Aalen gespielt. Idrissou, Mohamedou Idrissou, der ist kurzfristig auch noch dazu gekommen bei der Mannschaft der All-Stars in Freiburg. Gladbach hat er Tore um Tore gemacht beim MSV Duisburg. Mike Hanke, den Asamoah da begrüßt. Den 32-Jährigen, der wie er vorne im Sturm gespielt hat. Und natürlich werden wir die Herrschaften der Reihe nach vorstellen, wie sie uns begegnen. Aber da sehen wir dann die Formation, den Kader der Schalker All-Stars, jetzt also erstmal angeführt von ihm. Der Herr in der Mitte heißt Neuer. Ja, und es ist der Bruder tatsächlich von Manuel Neuer. Schiedsrichter, 30 Jahre alt, ein Jahr älter also als Manuel. Liegt in den Endzügen seines Studiums der katholischen Theologie. Studiert das in Bochum, ist hier Schiedsrichter in der Region und pfeift hier heute dieses Abschiedsspiel. Marcelo Bordon hat Asamoah hier gerade begrüßt, den kantigen brasilianischen Innenverteidiger, der hier auch so eine tolle Zeit hatte. John Asamoah, so kennen wir ihn. Immer mit diesem Lächeln. Immer gut gelaunt, emotional, ein rundum guter Typ, immer Sportsmann. Das ist jetzt hier keine aufgeschriebene Huldigung, so war er wirklich immer. Und das wissen Sie.
Vize-Weltmeister 2002. Den dritten Platz hat er gemacht bei der WM 2006. Auch das, ja, ich denke mal, das Highlight in seiner Karriere mit der Nationalmannschaft. Auch wenn es da jetzt ein unschönes Nachspiel gibt, das Sommermärchen bleibt auf anderer Ebene immer in den Herzen. Rafinha als rechter Außenverteidiger. Und da haben wir Marcelo Bordon auch hier heute in dieser blau-weißen Formation wieder der Mannschaftskapitän. Das war er.